Und wie war das damals, als ihr angefangen habt? Du hast ja gemeint, du hast vor 2 Jahren wirklich damit begonnen, diese Trendmanagement-Strategie aufzubauen. Wo habt ihr angefangen und wie seid ihr dazu gekommen, zu dem Standpunkt, wo ihr seid? Was ich am Anfang tatsächlich gemacht habe, ist natürlich Recherche, aber was mir extrem viel geholfen hat, ich bin in Gespräch gegangen mit anderen Unternehmen und lustigerweise, du hattest es vorhin mal angesprochen, nicht nur branchengleich vergleichen, sondern auch branchenübergreifend. Ich habe es bewusst damals sogar so gemacht, dass ich nur hauptsächlich branchenübergreifend mich mit anderen großen Unternehmen hier in der Region ausgetauscht habe, wo ich wusste, die haben ähnliche Situationen, ähnliche Probleme, vielleicht haben manche das auch schon überwunden und sind schon weiter. Und das war, was mir am Anfang extrem geholfen hat. Und jeder geht natürlich auch anders ran an die Sache, Trends zu verfolgen. Es gab aber schon immer so zwei, drei Punkte, die immer ähnlich waren. Und was für mich am Anfang tatsächlich relevant war, war einfach mal die Frage des Warums. Also warum Trends verfolgen oder warum sollte man da ein Augenmerk drauf werfen? Und ein Riesenpunkt war damals, also das war damals tatsächlich die Frage, die ich in den Raum gestellt habe, meiner Führungskraft, unserer Geschäftsleitung, unserer Geschäftsführung und gesagt, beantwortet mir auch mal, warum wir das tun müssen. Und lustigerweise kam dann irgendwann mal ein Martex-Law um die Ecke, das wir damals auch noch nicht gesagt haben. Das sagt im Endeffekt aber aus, wir als Unternehmen werden immer größer und dadurch immer bürokratischer und langsamer und der Markt, der wird immer schneller. Das hast du vorher auch gesagt, der Markt ist extrem schnell und wir haben es auch bei ChatGPT gesehen. Egal, was da im Hintergrund passiert ist, es kam im Endeffekt von heute auf morgen auf den Markt und viele waren dann, und das Martech Law sagt im Endeffekt genau das aus. Also der Markt wird immer schneller, die Unternehmen immer langsamer und dadurch entsteht eine Lücke. Und wie kann ich dem entgegenwirken, indem ich einfach relativ früh schon schaue, was passiert auf dem Markt? Und das war im Endeffekt so die Beantwortung des Warums, warum müssen wir das eigentlich tun? Und das war, ist natürlich sehr plausibel. Und das war ein Hauptgrund. Am Anfang und natürlich habe ich dann am Anfang auch viel geschaut, okay, wo bekomme ich denn überhaupt Trends her? Also ich hatte ja keine Ahnung, welche Quellen kann ich dafür nutzen? Vor allem auch, welche Trends sind denn überhaupt für uns als Unternehmen wichtig? Also weil es gibt viele Trends und viele davon sind aber auch nicht relevant für mich. Wie kriege ich da einfach auch raus, was da relevant ist und was mir da extrem geholfen hat? Das ist auch so ein Punkt, den ich am Anfang viel gemacht habe. Ich bin intern in Gespräche gegangen mit vielen Abteilungen, mit fast allen Abteilungen und habe gefragt, ob sie mir einen Input geben können. Viele haben tatsächlich sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, was für mich überraschend war. Auf der anderen Seite aber auch echt gut. Und an dem Austausch sind einfach auch Bedürfnisse aufgekommen und ja, das waren für mich so am Anfang die Punkte, an denen ich mich dann so ein bisschen entlanghangeln konnte in Bezug auf das Thema Trendmanagement bei uns im Unternehmen.